Den Stand-up-Newcomer aus der Schweiz, Fabian Würth. Ja, hallo Konstanz. Hallo. Ich mache jeweils einen Generationencheck, um zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Mein Name ist Na. Ah, ein paar ältere Herrschaften sind hier. Vielleicht für die Jüngeren. What is love? Sehr schön, die 90er Jahre. Und vielleicht hieß es noch atemlos. Okay, einige mit schlechtem Musikgeschmack sind da. Ja, einen herzlichen Dank an Skanon, dass ich hier sein darf und einen Ausschnitt, einen 10-minütigen Ausschnitt aus meinem 11-minütigen Programm zeigen darf. Ich komme aus der Schweiz, aus dem Kanton Aargau, genau genommen aus Wettingen. Das ist in der Nähe von Zürich, also wie eigentlich alles in der Schweiz, in der Nähe von Zürich liegt. Wenn ich mit Deutschen spreche, mal frage, wo kommst du denn her, dann höre ich so Dinge wie Eckernförde. Oh, okay, da war ich jetzt noch nie. Wo ist das genau? Das ist bei Rendsburg. Ah, ja. Kannst du es genauer beschreiben? Ja, das ist im Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Ach so, ja, keine Ahnung. Also. Wo ist das? Hamburg! Okay, kann ich was mit anfangen? Ich muss nur sagen, über den Aargau, ein extrem konservativer Landstrich in der Schweiz. Letzthin hat mein Nachbar von seiner Frau erfahren, dass alle seine drei Kinder von Postboten sind. Und aus Angst, dass die anderen Nachbarn das nicht merken, hat er sich zum Postboten umschulen lassen. Also so ticken die Leute. Wissen Sie, warum es im Aargau auch so viele Single-Männer gibt? Kaum kommt eine Frau mit Ausstrahlung auf uns zu, schmeißen wir eine Jodtablette rein und verziehen uns in den Atombunker. Meine Frisur will ich noch erwähnen. Ich dachte, für Deutschland mache ich was Ausgefallenes. Mit dieser Frisur kriege ich im Kino Seniorenrabatt. Und bei Pokern bin ich beliebt am Tisch, weil sich in der Stirn die Karten spiegeln. Als Teenager trug ich noch langes Haar. Damals dachte ich, ich sehe aus wie Kurt Cobain. Aber die Leute haben gesagt, es ist eher aus wie Paddy Kelly. Aber ich gehe auch heute noch sehr gerne zum Friseur. Das täuscht vielleicht der Eindruck. Weil manchmal will ich einfach ein bisschen reden. Und seit ich über 30 Jahre alt bin, frage ich mich, ob ich den Falten die Stirn bieten kann. Es gibt auch einen riesen Vorteil, eine Glatze zu haben. Man hat nie viel um die Ohren. Aber es gibt auch Nachteile. Die Veganer, die haben echt Schiss von mir. Wenn sie mich sehen draußen auf der Straße, zeigen sie auf mich, ein Eierkopf, ein Eierkopf. So habe ich auch keinen Zutritt in vegane Restaurants. Weil sie sagen nur schon durch mein Gesicht, ist viel zu viel Fleisch am Tisch. Ja, in meiner Schulzeit war ich immer krank. Ich hatte einen Fensterplatz, dummerweise außen am Schulhaus. Aber ich habe dann trotzdem noch einen Uni-Abschluss gemacht in Kalifornien, im San Fernando Valley, an die Porno-Universität. Ja, das gibt's da. Und meine Abschlusswürdigung hieß Magna Cum Laude. Okay, mindestens einer hat es verstanden. Der hat einen Uni-Abschluss oder schaut gerne Videos. Ich weiß es nicht. Ja, uns Schweizern würde auch gerne mal einen Deutschland-Komplex unterstellen, oder? Dabei, ich finde, so komplex sind die Deutschen jetzt auch wieder nicht. Ich kann es vielleicht in diesem Beispiel erklären. Wäre Manuel Neuer, der Torwart der Nationalmannschaft, wenn der Schweizer wäre? Und ein Deutscher kommt auf ihn zu und sagt, hey Alter, dann würde Manuel reagieren und sagen, also eigentlich heiße ich Neuer. Einfach so als Mentalitätserklärung.
Es gibt auch, man muss auch unterscheiden, es gibt Landstriche, wo die Komplexe bestimmt größer sind, zum Beispiel im Kanton Thurgau, sehr ausgeprägt. Und ich habe mir überlegt, warum hat der Thurgau so einen Komplex? Da ist mir eingefallen, in Thurgau gibt es einfach keine Großstadt. Oder anders gesagt, denen fehlt es an Konstanz. Ja, der Schweizer fährt ja gerne nach Konstanz zum Einkaufen. Man kann auch sagen, der Schweizer fährt einfach gerne in den Süden. Ich war auch einkaufen, auch zum ersten Mal, zu meiner Verteidigung. Ich war da vorne Früchte kaufen. Da habe ich 6 Orangen gekauft. Da habe ich gemerkt, wie lustig das Einkaufen ist in Konstanz. Weil der Händler hat zu mir gesagt, ja, wollen Sie eine Tüte oder schon Bier? So lustig geht das zu erleben. Ich werde wiederkommen. Schön staunen hier. Gibt ja nichts zu essen in der Schweiz. Aber es gibt viele Deutsche in der Schweiz. Das finde ich persönlich okay. Nur hat das vor einigen Jahren viele Schweizer irritiert. Haben richtig Angst gekriegt, die Deutschen kommen. Die dachten, die gehören zu Gegida. Zur Germanisierung des Alpenlandes. Aber ich habe mich dann schon gefragt, was denkt sich ein Deutscher, der zum ersten Mal am Zürcher Hauptbahnhof ist, die S5 sieht, die S-Bahn, die S5 und drauf steht der Zug. Das erfordert so ein Mensch von einem Mann. Es gibt übrigens den perfekten Schuh für den Nahverkehr, den S-Bahn-Rilo. Was nur so ein. Aber bei Thema Deutschland ging ja schon einiges ab bei mir. Ich habe mir Gedanken gemacht mit dieser ganzen AfD-Bewegung oder Partei, wie das weitergeht. Wenn die noch mehr gewinnen, wie könnte sich das Leben in Deutschland entwickeln? Vor allem für die Konsumenten. Gibt es denn nur noch Nutella mit weißer Schokolade in den Läden? Oder im Bioladen gibt es statt Reisdrink nur noch Reichsdrink? Oder vielleicht sind die Kaffeesorten auch davon betroffen. Statt Dalmeier Podromo gibt es nur noch Dalmeier Pogromo. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr erlebt es nicht. Aber zur Beruhigung. Also auch in der Schweiz gibt es einen Rechtsrutsch. Und auch in Österreich. Ja, wir haben es erfunden. Ja. In Österreich passiert das Gleiche. Die Grenzen werden dicht gemacht für die Flüchtlinge und so. Ich glaube, diesen Sommer gibt es in Österreich nicht Bregenzer Festspiele, sondern Begrenzer Festspiele. Wir werden es sehen. Ja, ich mache mir auch sonst einige Gedanken über das Leben und so. Zum Beispiel, wenn ein Franke in die Schweiz kommt, ist er dann ein Schweizer Franke. Ziemlich Flachfüße hoch. Oder darf ein Bayouware zu einem Israeli sagen, na wie Hamas? Geht das? Keine Ahnung. Oder habe ich mir den Kopf zerbrochen, was ist die Vergangenheitsform von Charlie Leuchtet? Oder habe ich den Scheiß? Ich glaube Charlie Sheen, ich bin nicht sicher. Könnte die Antwort sein. Naja, lass mich weg das nächste Mal. Aber es gibt ja auch so tolle Sprichworte, wie zum Beispiel Fischers Fritz fischt frische Fische. Ich meine, so ein Blödsinn. Jeder frisch gefischte Fisch ist frisch. Also stell dir vor, am Bodensee zieht einer Fisch aus dem Wasser. Nee, die sind gar nicht mehr frisch und so. Naja, am Sonntag wird in der Schweiz darüber abgestimmt. Abgestimmt. Keine Ahnung, das ist eine Fettfrage. Ob quasi das Fernsehen aufgehoben wird, vielleicht haben Sie das mitgekriegt. Falls es das Staatsfernsehen. Wenn das passiert, dann freuen wir uns über ein neues Niveau volles Fernsehen aus deutschen privaten Kanälen oder irgendwas. Ich frage mich eh, ob Ihre Seifenoper sauber ist. Es gibt doch auch so Sendungen, wo ich mich total langweile, wenn ich zu Hause sitze. Wie heißt es in Deutschland? Bauer sucht Frau.
In der Schweiz heißt das Bauerledi gesucht. Da sitze ich zu Hause auf dem Sofa, total gelangweilt und denke echt, was für eine Scheiße an Television läuft. Habe ich mir Gedanken gemacht, diese Sendung müsste eigentlich anders heißen. Statt Bauerledi gesucht, Bauerledi gesucht! Wo zum Beispiel 10 drogenabhängige Jungbauern die Nadel im Heuhaufen suchen oder sowas. Vielleicht geben wir das etwas Schwung in die Fernsehlandschaft. Naja, zum Schluss will ich euch nur noch mitgeben, was euch nicht umbringt, war zu schwach dosiert. Konstanz, vielen Dank. Vielen Dank.